Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Wir nähern uns der Front, jetzt geht's los. Ja, wir nähern uns der Front. Läuft überhaupt die Musik nebenbei? Weiß ich, ist mir auch gerade egal. Wir gucken hier bei World of Plans wieder. Wir sind hier. Oh, was ist denn los? Kann ich einfach auch Horden zoomen. Motor ist überhaupt. Okay, Pussy möglich. Alles klar. Leute, ich habe gerade aufgenommen und ich freue mich, dass ich jetzt wieder mal World of Warplans aufnehme. Lang ist es her, nicht wahr? Jetzt gucken wir mal, ob ich überhaupt noch was geschissen bekomme hier. So läuft's ab, so läuft's ab. Los, komm, Sturz ab. Ja, so läuft es ab. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch die Sachen zu vernichten. Komm, stirb, Junge, stirb. Alter, es ist viel zu viel los vor allem. Und das im echten Luftkrieg, das wäre krank. Hui! Jo! Einmal drehen. Übelst. Jo. Der Gegner Mac, der geht mir sowas auf den Sack, Oh Scheiße. Ein schmutziger Name macht mich zerstört. Folgendes Flugzeug. Nicht der Flieger, sondern das Flugzeug hat mich zerstört. Das ist natürlich das Wichtigste. Wir haben den vorderen Flugplatz übernommen. Gute Arbeit. Ja. Komm auf Hitler Spawn. Dann fliegen wir hier rüber. Obwohl die Säuberung ist, glaube ich, hiermit wichtig. Und jetzt ganz leise, wenn sie runterkommt. Junge, der zerstört unsere Abwehr hier. So, komm, please, Sturz ab. Weg ist er. Oh. Ich weiß nicht, war das einer von uns oder? Okay, mal flach über den Boden drüber. Oh, das ist jetzt Gegnerbereich. Oh, das Gegnerbereich. Ja, das war's. Oh, ja, von Goldfin, finde ich. Gott, finde ich, das war doch eigentlich ein. Oder du schnappst nicht ein Whisky warst. So, und jetzt gehen wir wieder rein, Leute. Wir verlieren irgendwie nach und nach alles hier. Das darf so nicht weitergehen. Wir gehen sofort hier auf das Flugfeld wieder vor. Ich habe eine Nachricht bekommen. Habe ich online gekommen. Junge, es ist um 4. Leck mein Chill mit Holly. Nein, ich komme jetzt nicht online. Ich habe einen Tag davor gesagt, dass ich diesen Tag aufräume. Ja, und jetzt nämlich zu ihrem Hof. Naja, gut. Ich muss jetzt noch weiter aufräumen, ich muss ja noch Stops haben, muss nochmal durchwischen. Ich muss dann nochmal abwaschen machen, weil einmal reicht bei mir natürlich nicht, weil ich so ein Dreckspatz bin.
What the fuck, was ist denn hier los auf dem Flugfeld? Jetzt komm. Zieh auf die Schätze. Weit hier, wir müssen ihn noch runterkriegen. Ah, 25% der Ressourcen, ja geil. Aber nicht, aber die wollen trotzdem hoch. Warum wenn sie das Flugzeug? Alter, bleib doch mal ruhig. Weg ist er. Nächster. Ah! Der Himmel voller Flugzeuge. Der Himmel voller Flugzeuge. Ne, wir sind noch Sparplan 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Feuer fliegt sie vorbei. Und das dröhnt in meinen Ohren. Vorsicht! Eine Gewitterfront nähert sich. Wir könnten bald keine Unterstützung mehr schicken. Haben Sie verstanden? So, ich soll mich vorbereiten. So. Wir sind kurz vor der Sturmfront. Wir können Sie nicht länger unterstützen. Der Sturm ist zu schwer. Haben Sie verstanden? Ja, ich hab's verstanden. Wir sind jetzt die letzten Flugzeuge. Das heißt, auf Deutsch, sind jetzt sämtliche Flugzeuge zerstört. Haben wir keine Chancen mehr zurückzukommen. Da die Gewitterfront zu nah ist. Und deswegen werde ich mich jetzt darum kümmern, die Leute. Ja, dann gehen wir mal hier rüber. Auch wenn der Boost nicht funktioniert, das dauert also eine Weile, bis ich da bin. Irgendwo ist doch. Also wichtig ist jetzt nicht zu erobern, sondern sämtliche Flugzeuge rauszuschießen. Wir werden hier mit Informationen reinkriegen. Was er macht hier mit seiner AR-65 ist wirklich nicht ganz so schlau. Er versucht einfach mal unsere Basis zu zerstören, wo wir aber alle gerade drin sind. Ich weiß nicht, ich bin so in der AR-65 drin. What the fuck, what the hell? Oh fuck. Da ist er. Da ist er, komm. Ich krieg dich, ich hab dich. Ach du Scheiße. Sieht ja richtig schlecht aus für uns. Oh. Naja, Leute, ich glaube, eine Runde reicht vollkommen für uns aus. Das reicht, wie gesagt, vollkommen aus jetzt erstmal. Und ich werde jetzt noch eine Runde spielen, weil es macht wieder Spaß, eine Runde zu spielen. Mein Flugzeug ist zerstört. Wir gehen mal zurück zum Hangar. Ja, ich möchte aus dem Gefecht raus. Jetzt hört auch, glaube ich, langsam die Musik so. Die hat man jetzt die ganze Zeit nicht gehört. Und dann suchen wir uns schon mal aus für nächstes Mal ein wunderschönes Flugzeug. Denn wir haben ja den Goldfinch Typ E90, P12, alles Level 1er hier und den I5. So. Wir haben aber auch die Lackiererei ist. Nice.
Allgemein, wir haben ihn auch nirgendwo irgendwie jemand, den ich freischalten kann. Ich habe hier noch nirgendwo Flugzeuge fahren, richtig genug. Deswegen werden wir richtig, richtig hart arbeiten müssen an uns. Vielleicht immer auf einen Japaner als nächstes. Ja, man nimmt nächstes Mal einen Japaner. Freut euch nächstes Mal auf einen Japaner, auf den Typ 91. Auf den Typ 91 und guck mal, wo wir dann am Ende irgendwann mal rauskommen, wenn wir irgendwann mal hier sind. Das wäre schön. Bis zum nächsten Mal, sagt der Mensi. Ciao, ciao.